Willkommen zu einer neuen Episode Gadget Time Quick Test. Heute testen wir ein paar Roboter. Ja, los geht's. Heute habe ich den Tenz dabei, der mich hier unterstützt. Und wir werden uns jetzt mal einen aussuchen, welchen wir dann aufbauen. Ich denke mal, wir fangen einfach mal mit der goldenen Mitte an, oder? Genau, das ist auch der kleinste. Ja. Dann heben wir uns die größeren Sachen zum Schluss auf. Ja, genau. Das finde ich gar nicht mal verkehrt. So, also das ist sogenanntes Lernspielzeug von der Firma Vex Robotics, wie es aussieht. Und die sind dafür gemacht, um Kindern die Prinzipien von Robotik und auch andere physikalische Sachen näher zu bringen, so wie Energieübertragung funktioniert oder wie Getriebe funktionieren. Und das kann man halt an diesen Geräten ganz wunderbar sehen. Wir werden die jetzt mal aufbauen und dann mal schauen, wie wir mit purer Muskelmotorkraft diese Dinger zum Laufen kriegen. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Da gibt es natürlich eine riesige Anleitung dabei, wie das gehört. Ganz viele Teile, ist ja wunderbar. Sodele, wollen wir doch mal schauen. Ist ein bisschen, erinnert mich ein bisschen, wie, ich möchte jetzt nicht sagen, an was es mich erinnert, aber ihr könnt euch sicherlich denken, an was mich das erinnert. Es gibt eine riesige Anleitung. Hier gibt es einzelne Teile und in welchem Winkel die verfügbar sind. Man kann wahrscheinlich das hier dran halten, um zu sehen, welche Größe man hat. Genau. Das finde ich sehr gut. Das ist direkt so ein Maßstab quasi bei für die größeren Teile. Die hält man dann quasi dran. Und dann weiß man in etwa, mit welcher Größenordnung man fungiert. Okay. So, Tommy, jetzt haben wir ja lange genug gebastelt. Das erste ist fertig, dann wollen wir mal die Kugeln reinschmeißen. Bitte? Und dann? Oh, also wenn du hier kurbelst, sieht man es schon mal. Oh. Das klingt nicht gesund. Da geht was. Es geht. Wow. Das ist noch ein bisschen rüber. Ja, guck, jetzt geht's auch. Musste sich mal ein bisschen eindingseln hier. Wow. Ich kann es auch mal von der Seite vielleicht mal zeigen, damit ihr auch mal, also einmal damit, was er macht, wenn man jetzt hier kurbelt. Ja. Aber guckt es euch an. Ist das nicht cool? Geil, das haben wir gebaut. Das kannst du jetzt stundenlang mit wachsender Begeisterung einfach mal weitermachen. Ja. Quasi ein Bälleförderband, das immer wieder dieselben Bälle nach oben fördert, um sie dann einzusammeln und wieder auf die Reise zu schicken. Ist das nicht cool? Geil. Da kann man jetzt auch einen Elektromotor dran machen. Genau. Quasi. Aber den haben wir jetzt nicht da. Nicht. Okay, auf zum nächsten. Auf zum nächsten. Als nächstes würde ich sagen, machen wir den Industriewater. Den Industriewater. Den Roboterarm. Roboterarm. So, den Kran haben wir jetzt auch zusammengebaut. Man kann ihn auf jeden Fall nach vorne machen. Man kann ihn runter machen. Und mit diesem Rädchen kann man ihn noch aufmachen. Und ja, oder wieder zu. Ne? Wieder zu. Kann man quasi auch den Apfel wieder aufheben. Greifen. So, jetzt greifen wir den Apfel nochmal. Zack. Und jetzt nehmen wir ihn wieder auf. Das ist schön, das macht Spaß, ne? Das macht Spaß, das ist ziemlich cool tatsächlich. Ja. So, der ist auch schwenkbar hier um 360 Grad. Du kannst jetzt also hier den auch wieder... Ich fand, aufzubauen war das Ganze auch ganz gut. Also, es hat alles gut ineinander gepasst. Ziemlich gut verarbeitet. Echt gut verarbeitet, finde ich. Steht auch so alleine, also... Ja, auch wenn also der ist ein bisschen schwerer. Ja, der Apfel ist schon ein bisschen schwerer hier, aber das macht der Kran ganz gut. Kriegt er ganz gut hin. So, und jetzt kommen wir zum letzten, dem Launchpad. Da bin ich jetzt mal gespannt.
Guck mal, du kannst ihn anmachen und dann setzt du den hier auf diese Platte. Ah, und deswegen ist das. Das ist so. Schallgedämpft quasi. Schallgedämpft, ja. Gedämpft, das ist und nicht dann? So. Klopfst du den da irgendwo rein. Aber du kannst ihn ja auch noch ausrichten. Okay. Ah, schade. Läuft weg. Ist das geil. Warte. So. Ah. Tommy, oder? Okay. Ah, fast ist er. Er läuft fast wieder weg. Ja, ja, er ist natürlich. Klar, wenn du kleiner Käfer wärst, würdest du auch nicht irgendwo reingeworfen werden. Oh, wie ich mich freue. So richtiges geiles Kinderspielzeug ist das. Ja. Warum wird das so vibriert? Und du läufst so. Wo soll denn jetzt? Ah, hier. Bin ich auf dem Teppich, ey, war Grace auf dem Teppich, ey. Ist das geil. Jetzt läuft erstmal. Das wäre eine gute Challenge, wer als erster schafft, den Hexerbug da oben reinzufeuern. Na komm. Ach, guck mal. Guck mal, wie geil. Wie geil. Er ist einfach wieder runtergekrabbelt. Das will ich jetzt nochmal sehen. Wie gut das gemacht gut. ist. Gut, oder? Krass, wenn er versucht. Er läuft einfach runter und hoch. Ey, warum kommt er denn da nicht drüber? Wie gut das konzipiert ist! Und dann ist hier so ein Lippen in der Mitte, wenn er da zufällig mal gegenläuft. Dann wendet er wieder. Ja, geil. Und heute wieder nach unten ab. Kommt er wieder zurück. Dieses Teil, ich glaube, ich würde mir 8 Millionen Stück davon kaufen, die dann so alle zusammen. Ja, das ist bestimmt laufen. Voll lustig. Kannst du bestimmt auch irgendwie ja. ganz witzig jemandem schicken. Einfach ja. macht das Paket auf und dann kommen ja. diese Dinger da überall raus. Ja. Stell das hin und dann so, läuft das durch die Bude. Sehr, sehr cool, die Teile. Ja, das ist echt schwer. Also da muss man echt ein Meister sein. Man muss schon ein bisschen üben. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen üben, bis wir das da oben reingeschossen bekommen. Ah. Ah, das war knapp. Das war knapp. Aber sehr cool ist, dass er auch wieder runterläuft. Und wenn er diese, der kann halt diese Bahn hochlaufen. Wenn er oben ankommt, dreht er sich um und läuft wieder runter. Ja, wie sie das gemacht haben, verstehe ich allerdings noch nicht so ganz. Anscheinend ist der Boden hier so leicht angeschrägt. Und er kommt da nicht so ganz drüber hinweg, weil das haben sie schon geschickt designt auf ja. jeden Fall. Alle Links zu allen gezeigten Dingen hier findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. Das war's mit diesem Video. Schaut doch nochmal bei Tens vorbei. Tens genau, Tens makes sense. Genau. Und ja, wabalabadübdu, ich bin dann weg. Tschüss, macht's gut.